saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange, don't even know your name. Heute haben wir mal den Matthias hier ferngeschaltet und den kennt ihr schon von Gulde Reisemobile. Ja, und den Matthias, den fragen wir jetzt gleich mal, was für Auswirkungen das ganze Thema auf die Reisebranche hat, insbesondere natürlich auf das Reisezentrum Gulde in Engen. Da wird es natürlich wahrscheinlich ziemlich ruhig sein und da bin ich mal gespannt, da steht er schon. Mal gucken, was er dazu meint. Servus, servus Matthias. Hallo Aki, wie geht's dir? Alles gesund? Ja, mir geht's gut, danke. Schönes Wetter draußen, Homeoffice hier. Wir halten zusammen, würde ich sagen, oder? Ja, also geht uns ähnlich. Also die Corona-Krise hat natürlich uns auch oder bei uns im Betrieb zu einigen Änderungen geführt. Wir sind noch da, das ist die gute Nachricht. Allerdings hat sich einiges verändert. Also der Ausstellungsraum ist jetzt für den Publikumsverkehr derzeit abgeriegelt. Wir haben auch einen komplett neuen Shop, der leider derzeit auch nicht genutzt werden kann. Werkstatt funktioniert noch bei uns ganz normal, allerdings auch mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Also wir wahren die Distanz zum Kunden. Wenn ein Kunde ein Fahrzeug zu uns bringt, dann wird, bevor der Mechaniker sich in das Fahrzeug reinsetzt, wird Lenkrad, Schaltknauf und alles, was er anfasst, desinfiziert. Okay. Und nach getaner Arbeit erfolgt nochmal genau das Gleiche. Also vor der Übergabe an den Kunden wieder oder vor der Rückgabe an den Kunden wird das Fahrzeug auch entsprechend desinfiziert. So, dass wir also wirklich sicherstellen können, dass da auch über Kontakt nichts übertragen wird. Wir haben unseren Kunden ja auch die Möglichkeit, dass sie online Ware bestellen können. Das wird dann auch direkt nach Hause geliefert. Also da sind wir soweit. Verkauf von Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen kann man sich auch vorstellen. Klar. Relativ wenig los momentan. Ja. Aber auch dort stehen wir telefonisch und online zur Verfügung. Wir können ja auch, also ähnlich wie wir das jetzt hier machen, per Videoschalte auch mal ein Fahrzeug dann vorführen und per Telefon und Videotelefonie auch Rede und Antwort stehen. Ihr habt einen Haufen Fahrzeuge auf dem Hof stehen. Etrusco, Westfalia, Rollerteam. Wie sieht es denn momentan aus überhaupt bei den Herstellern? Sind die auch im Moment am Limit? Also wir haben das große Glück, dass viele der Fahrzeuge, die jetzt von Kunden gekauft wurden, bereits schon angeliefert wurden bei uns. Und wir haben auch bis, würde ich sagen, ja, noch gestern das letzte Mal noch Fahrzeuge bekommen. Also sind da relativ, haben jetzt relativ viel Futter, was wir abarbeiten können. Aber natürlich stehen die Produktionen jetzt erstmal von all unseren Herstellern nahezu still. Das betrifft sowohl die Marke Detlefs wie auch Rollerteam, Etrusco und Westfalia eingeschränkt. Dort steht die Produktion jetzt mal 2 Wochen. Also alle Fahrzeuge, die noch nicht produziert wurden, kommen vermutlich jetzt auch etwas später. Und ich glaube, da hat aber jeder Kunde dafür Verständnis. Ich meine, es betrifft uns alle gerade. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich drücke jetzt dir einfach mal imaginär die Kamera in die Hand und dann kannst du mal ein bisschen Aufnahmen machen bei dir in der Halle. Ihr habt ja einen Haufen Fahrzeuge. Ich bin ja Etrusco-Fan, du weißt es. Und jetzt gibt es ja auch den Kastenwagen von Etrusco. Und den habe ich auf der Messe gesehen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also leg mal los, würde ich sagen, oder? Genau, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste momentan. Wahrt die Distanz, so gut es geht, bleibt zu Hause. Und bestellt dort online Zubehör für den nächsten Urlaub nicht. Der kommt ganz sicher. Wir hoffen alle, dass es bald überstanden ist, diese Ausnahmesituation. Danke, Matthias. Ich wünsche dir auch und die ganze Van-Fan-Gemeinde natürlich alles Gute, bleib gesund. Bis die Tage. Tschüss, Aki. Ciao. Kopfhörer kann ich jetzt wegmachen.
Ja, liebe Campingfreunde, so sieht es momentan aus. Alle Hersteller fahren gerade auf Null, so wie die ganze Wirtschaft auch. Und deswegen mache ich weiter mit meinen imaginären Roomtouren. So, jetzt schauen wir mal, was es da zu bieten gibt bei Gulde in Engen. Bin ich mal gespannt. So, da sind wir auch schon drinnen. Jawohl, gleich bei einem Etrusco oder zumindest mal im Gebiet der Etruscos hier. Und zwar schauen wir uns jetzt gleich ein Etrusco CV600 DB an. Hier sieht man schon, knapp 44.000. Ja, das ist die ganze Tafel. Also da gibt es einige Fahrzeuge, so wie es aussieht. Ne? Und da ist die Halle voll, jawohl. Westfalia mit Hochdach. Ganz hinten stehen noch Rollerteam und hier Etrusco. Also schon schöne Fahrzeuge. Etrusco ist ja ein antikes Volk in Griechenland gewesen, im Mittelalter. Nein, Griechenland stimmt eigentlich gar nicht. Und zwar eher in der heutigen Toskana in Italien, wo Toskana, Umbrien, dort in der Region. Und das war dann so eine ganz andere Kultur damals. Und da gab es eben auch so eine Bronzestatue, das ist so ein Pferd gewesen, das Wahrzeichen der Etruskaner. Und das sieht man jetzt hier zum Beispiel, ne? Gerade an diesen Sitzen. Und auch das Wappen an sich ist eben dieses Bronzepferd von Etrusco. Also das macht schon wirklich einen tollen Eindruck, ne? Auch der Boden, so wie man Etrusco eigentlich auch kennt, von den Teilintegrierten habe ich euch ja schon einige gezeigt. Fiat haben wir natürlich, der Etrusco wird in Italien gebaut, komplett. Und hier haben wir jetzt einen Fiat drin. Und das Design ist einfach, ja, mediterran. Halt, ne? Das ist halt so ein ganz anderer Stil, nicht so, wie soll ich jetzt mal sagen, altbacken oder ja, auf jeden Fall mediterran. Das ist nicht jedermanns Geschmack, ne? Aber wem es gefällt. Auch hier oben Schubladen, Schränke, genügend Platz. Hinten ist die Abrundung, das seht ihr, die Schränke sind nicht wahnsinnig groß. Bin ich mal gespannt, ob man da viel reinbringt. Aber die Sitze auch wieder sehr schön. Ne? Und der Boden so in Schifffahrtsoptik, ne? Das ist auch mal was anderes. Ja, die Küche natürlich mit dieser Küchenerweiterung, die nicht wahnsinnig viel aushebt. Ne? Also das ist ja immer eine Spielerei, das ist bei mir im Rusty auch so. Benutze ich nie. Vorne in der Küche noch schöne Accessoires. Hier hat auf jeden Fall mal der Zweiflammenkocher ohne Piezozündung, aber dafür hier noch ein Schneidebrettchen in der Spüle drin. Nettes Accessoire, nettes Gimmick und genügend Platz. Also eine große Spüle, großes Kochfeld, hat man wirklich genügend Platz. Ja, ihr seht schon, da oben ist die Bordelektronik drin. Hier sieht man Batteriestatus etc. etc. Und das Ganze hat übrigens auch eine Dieselheizung verbaut. Also da ist standardmäßig eine Dieselheizung drin. Hier ist der Kleiderschrank, wie es aussieht. Ne? Genau. Also das ist ein 6 Meter Fahrzeug, der 600 dB. Und hat 140 PS Motor drin von Fiat, 2,3 Liter. Hinten das Bett. Ja, Querbett. Die Bettenmaße habe ich jetzt leider nicht. Da müsst ihr euch einfach mal das Schild abfotografieren, wo vorne sichtbar war. Aber für ein Querbett, ich denke mal, ausreichend. Dann haben wir ja hier den großen Kühlschrank, den ich auch habe. Kompressorkühlschrank drin, 90 Liter mit Nachtfunktion übrigens. Das ist genau der gleiche von Tedford, den ich auch habe, und die Nacht hört man sowieso nicht. Also ich finde absolut keine störbaren Geräusche. Ja, dann das WC, das ist natürlich dann ganz spartanisch gehalten. Man kann drin duschen, man kann drin aufs WC gehen, aber für mich als große, breite Person ist das ein absolutes No-Go. Also jeder, der so bis 1,80 und normal gebaut ist, der hat da drinnen auf jeden Fall Platz. Ne? Ansonsten das Design, ja, wir haben hier ein Küchenfenster, sage ich schon, ein Badfenster. So könnte man auch draußen duschen, ja, wenn keine Draußendusche verbaut ist. Innen drinne, ja, nettes Gimmick,
paar schöne Accessoires. Dachfenster ist drin, Dachhecke. Aber wie gesagt, der Platz ist doch ziemlich beengt, ne? Für mich jetzt. Für persönlich müsst ihr selber mal ein Bild machen. Drittstufe ist vorhanden, da kann man auch ein bisschen was reinlegen. Und dann haben wir da wirklich genügend Stauraum auch. Unterm Kühlschrank ist nochmal ein Fach, da kann man Kleider oder desgleichen reinlegen. Ne? Also, ja, da wird nicht gespart. Ne? Jetzt schauen wir mal die Schubladen an, wie weit die aufgehen. Das ist viel besser geworden. Seht ihr, wie weit die Schubladen aufgehen mittlerweile? In einigen Fahrzeugen gehen die nur so einen Spalt auf und hier gehen sie richtig komplett auf. Hat man wirklich jeden Zentimeter hat man da genutzt und das finde ich hervorragend. Ne? Also vom Design her ist alles wie ist Geschmackssache, genauso auch wie vom Feeling oder vom Grundriss her logischerweise. Aber das ist mit Sicherheit mal wieder was Neues, ein neues Bauchgefühl hat man da drin. Ne? So ein bisschen wie in einem Schiff, wie in einem Boot, in einer Yacht, so Yachtoptik. Dann sieht man hier die Seitz S7 Fenster, die finde ich einfach persönlich klasse, weil die liegen einfach komplett plan am Fahrzeug und machen einfach optisch auch was her. Ne? Auch hinten sind die drinne. Ja, und dann hinten sieht man dann schon auf der linken Seite haben wir dann Platz für Gas. Und hier oben die Schränke bringt man auch jede Menge unter. Die LED ist überall, ja, das ist einfach Standard, würde ich sagen. Ne? Die kann man reinklipsen, wegklipsen. Das ist eine schöne Sache. Ne? Hier Platz für zwei Gasflaschen. Ne? Auch hinten dann Fliegenritter-Rollos, alles standardmäßig drin. Und das sind die guten Plissés verbaut, wie ich meine, wo man wirklich mit einem Finger hoch und runter fahren kann, finde ich einfach persönlich sehr, sehr schmackhaft. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähnlich wie Rollerteam oder wie auch immer, ist das natürlich mit Sicherheit eine Alternative. Etrusco ist ein ganz anderes Design, aber preislich sehr interessant. Ne? Etrusco, hier sieht man das Pferd. Und die Rahmenfenster, jawohl, macht doch ein cooles Outfit. Alufelgen drauf, 16 Zoll. Hier sieht man Dieselheizung standardmäßig drin. Hier seht ihr den Kamin. Also alles, was das Herz braucht, würde ich sagen. Wer auf die coolen Fenster steht, der hat schon mal hier den Vorteil. Die sind da verbaut. Fiat, jawohl. Also. Die gibt es natürlich mit Sicherheit auch noch in anderen Farben, anderen Ausstattungsvarianten. Aber wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, ähnlich wie Chanson, ähnlich wie Rollerteam, ist das mit Sicherheit eine Liga. Ne? Ja, nebendran steht ein Westfalia mit Hochdach. Mal gehen, mal schauen, ob es da reingeht. Ich habe euch ja noch schon ein paar mit Hochdach präsentiert und bald wieder einen. Und zwar eine Live-Camper-Story. So, da geht es jetzt ja eine geile Farbe. Dieses Graue gefällt mir mega. Ja, das ist ein Westfalia Columbus 600D, so wie es aussieht. Ja, ein 600D. Genau. Westfalia habe ich ja immer ein bisschen vernachlässigt in meinen Videos. Ne? Erstens mal gab es da nicht viel bei uns im Umkreis. Und zweitens mal sind die jedoch relativ begehrt. Ne? Also das ist schon so. Hier haben wir Columbus 600D, also ein 600er Fahrzeug mit 160 PS, Fiat Ducato, frisch Abwassertank, 100 Liter. Also 70.000 Euro. Ist halt Westfalia, ne? Muss man ganz klar sagen. Es ist einfach eine andere Preisklasse. Ne? Da ist einfach Isolierung, das Heizungskonzept, da ist ja mehrere Zonenheizung drin. Das Bad zum Beispiel kann man ganz anders beheizen wie den Fahrerraum. Es ist eine Fußbodenheizung drin, die mit Wasser geheizt wird. Also schon erste Sache. Das muss man natürlich alles zahlen. Ne? Das Design, viel Plastik finde ich jetzt persönlich. Ne? Auch hier ja, mal ein anderes Herdkonzept,
Zwei Flammen reichen völlig aus, Pierzerzündung natürlich. Die Sitze sehr schlicht gehalten oben. Dann ein neues Bedienpanel mit Touchfunktion und Drehradfunktion und was auch immer. Ja, das sind natürlich dann Sachen, da müssen sie sich natürlich abheben auch, allein schon vom Preis her. Ne? Großes Dachheke drin und vom Feeling her macht es schon einen schönen Eindruck. Wir haben hier auch übrigens das richtig coole dritte Bett, das man ja nur umklappt, da muss man nur die Rückbank umklappen, ne? Und das sieht man jetzt aber nicht. Ja, über der Dinette haben wir da jede Menge Platz, also da bringt man schon viel rein. Und ihr seht auch schon am Holz, an der Stärke, es ist da schon eine ganz andere Qualität auch. Ne? Wobei, ich sage immer wieder, es sind Nuancen. Ich habe jetzt bei mir, beim Camp Scout, zahle ich mit Sicherheit 20.000, fast weniger. Und habe aber noch nie was gehabt jetzt in einem Jahr, also von dem her, immer Geschmackssache. Ja, hier unten sieht man jede Menge Schubladen, jede Menge, da sind Gasabsperrhähne drin, wo jetzt die Klappe gerade auf ist. Ja, da ist das Bad und ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan vom Westfalia Bad. Ne? Das ist für mich einfach für den Preisklasse zu schlicht, zu eng. Ja, das Bad jetzt ist jetzt klar, ist ein 6 Meter Fahrzeug, definitiv, aber ja. Geschmackssache. Da ist es natürlich auch gerade dunkel drin, müssen wir dazu sagen. Kein Licht, dann macht das Ganze nicht gerade einfacher. Aber ansonsten sieht es doch sehr spartanisch aus. Ja, hinten haben wir dann richtig gute Matratzen. Nicht nur wenigstens, sondern wir haben gute Matratzen. Und natürlich dann auch jede Menge Stauraum. Also nochmal, Westfalia ist Columbus 600D. Auch Westfalia hat momentan das Werk geschlossen. Heute ist der 29. März. Coronavirus hat alles lahmgelegt. Hier sieht man nochmal die Matratzen. Das sind richtig gute Matratzen. Da kann man mit Sicherheit super schlafen. Hier auf der Seite waren noch ein Kleiderbügel. Ja. Ja, wenn mich alles täuscht, hat der Westfalia sogar auch so eine Lounge-Funktion. Ne? Kann man, glaube ich, hinten auch noch aufklappen. Das Bett, wenn man alles täuscht, werden wir vielleicht gleich sehen. Ne? Das Bett im Heck übrigens 1,97 m mal 1,40 m, also knapp unter 2 Meter. Und auch hier wieder die Seitz S7 Rahmenfenster drin. Ich finde die persönlich einfach geil. Ja, egal. Das hat jeder seinen Geschmack. Ne? Ja, hinten ist natürlich jetzt, ihr seht schon hier, ist natürlich jede Menge Platz. Jetzt kann man wahrscheinlich auch das Bett noch ein bisschen hochklappen. Oben die Schränke, die haben wir schon gesehen von innen, jawohl, das ist designtechnisch echt schön gemacht auch. Und da sieht man auch mal die Stärke von den, ja, jetzt wird es hochgeklappt, ihr seht, jetzt wird es hochgeklappt, so, jetzt kann man hinten den richtigen Motorroller einstellen, ne? Oder zwei Fahrräder, also das ist schon eine super Lösung, das ist richtig cool. Weder, also keine Lounge-Funktion, aber dafür hat man einen riesen Kofferraum jetzt. Und hier sieht man auch das Heizsystem. Das ist eine Wasserheizung. Der Wasserkreislauf wird erwärmt und geht durch das ganze Fahrzeug im Boden. Also das ist schon exzellent gemacht. Ne? Und da hier die Isolierung. Ihr seht, wie der Radkasten hier isoliert ist. Mega. Ne? Wir haben auch keinen Gastank jetzt hier oder sonst irgendwas, weil einfach Platz gespart wird. Hier der Wassertank. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, die man natürlich auch zahlen muss, ganz klar. Und dazu kommt natürlich auch der Name. Hier eine Außendusche noch drin, standardmäßig alles verbaut. Und natürlich der Griff oben in Westfalia, meiner Meinung nach, clever gelöst hat. Aber mich würde mal ein Langzeittest interessieren. Wer von euch hat den Westfalia und wer von euch macht viel hinten die Klappe von innen auf, würde mich mal interessieren, ob das Gestänge da sich nicht mit der Zeit löst. Das wär mal eine echte interessante Information, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein Knackpunkt ist mit der Zeit. Ja, hier nochmal entlang der schönen Rahmenfenster und nochmal ein letzter Blick hier rein in das Fahrerhaus vom Westfalia. Schön. Ja, macht schon was her, gebe ich zu. Ja, definitiv. Absolut, aber ich muss ja auch nicht Fan von allem sein. Ne? Preislich für mich einfach uninteressant. Aber was kommt jetzt?
Wenn wir schon bei Westfalia sind, kommt jetzt hier der Kepler One. Das ist was anderes. Ne? Wir haben hier natürlich, ja, schaut euch das an. Ne? Ein Volkswagen. Das ist natürlich hier nochmal was anderes. Ein VW 2,0 TDI mit 150 PS haben wir hier. Und schönes Auszugssystem. Also das ist wirklich ein komplettes Alltagsfahrzeug. Mit 1,90 Meter Breite und 1,90 Meter Höhe oder knapp 2 Meter Höhe. Aber schaut euch an, wir haben ja echt hammermäßig Platz in diesem VW. 36 Liter Abwasser drin, Frischwasser 50 Liter und nochmal 19 Liter Toilette. Aber alles, was es braucht zum Kochen hier, Spülbecken und auch natürlich hier zwei Flammen, Gaskocher drin. Wir haben sogar hinten kann man sogar duschen und aufs WC, sehen wir gleich. Geschlafen wird oben, da klappt man dann einfach das Bett runter. Hier seht ihr die Gasdruckfedern, das wird runtergeklappt und dann schlaft man. Aber seht ihr das? Eine Ecksitzgruppe in dem VW TDI Kepler One. Aber der Preis ist natürlich auch stolz. Ne? Das ist ein T6, der als Wohnmobil umgebaut worden ist. Aber für 62.500 Alltagsfahrzeug mit ein bisschen Camping, schon extrem, schon eine Hausnummer. Aber ihr seht schon hier, alles ist möglich, sogar in dem T6 eine Exit-Gruppe reinzubauen. Das Design ist schon herrlich, ja, gibt es nichts mit denen Sitze. Vorne natürlich VW, klar. Und ja, von meinem Beifahrersitz hier nochmal ein Blick ins Auto. Macht schon was her. Ne? Macht schon was her. Ja, wie gesagt, wir haben vier Sitzplätze, vier Schlafplätze anscheinend, unten und oben. Das Dachbett ist 1,90 m x 1,20 m und auch unten 1,90 m x 1,20 m. Also könnte man schon drin übernachten. Ne? Kühlschrank drin. Der ist zwar nicht riesig, aber es langt mal für ein paar Tage. Zwei Personen. Ja. Also ihr dürft nicht vergessen, wir sind hier wirklich im T6. Was anderes wie ein Kastenwagen, wie ein großer Jumper oder sonst was. Ja, hier sieht man dann auch die Klappe. Da geht es dann aufs WC. Ja, schon anders, aber es funktioniert. Ne? Wir haben ein fest verbautes WC. Und vorne dran ist auch noch die Duschwanne. Kein Problem, hier drin zu duschen. Also es geht alles, ne? Schon faszinierend, was man alles machen kann. Da ist die WC-Kassette natürlich von hinten zu entnehmen. Also ich bin schon überrascht, was man heutzutage machen kann. Ne? Und auch von der Qualität her ist es natürlich schon hammermäßig. Gibt da die Haptik und alles. Ich habe das Auto ja schon mal auf einer Messe gesehen und habe da noch mal schon einen kleinen Bericht drüber gefilmt. Ist schon cool. Ne? Für diejenigen, die keinen großen Kastenwagen fahren möchten. Und der Vorteil ist ja, mit dem Fahrzeug komme ich in die Tiefgarage. Ne? Das ist ein Riesenvorteil. Also das darf man nicht vergessen. Das ist wirklich ein komplettes Alltagsfahrzeug. Mit dem Fahrzeug fahre ich in die Tiefgarage rein. Ne? Deswegen sollte man sich das natürlich dann auch mal überlegen, je nachdem, wie man, was für Vorstellungen man hat, was für Campingverhalten man hat, etc. etc. Also macht schon was her, aber ist natürlich wieder ein komplett anderes Campingverhalten. Ne? Da seht ihr noch ein. Ja, und dann geht es hier noch in ein Rollerteam, so wie es aussieht. Das ist ja die nächste Marke, die das Autohaus Gulde in Engen hier hat. Rollerteam, Etrusco, Westfalia, Detlefs ist dort. Und hier haben wir ein Livingston für 48.000, ein Livingston 5. Das ist verkauft, okay. Und nebenan haben wir ein Livingston 4. Ein Livingston 4, auch wieder schön mit Rahmenfenster. Die gibt es ja erst seit 2020, ja, vorher waren ja die Rahmen, die ausgehängten Fenster, und seit neuestem sind jetzt die Rahmenfenster überall drin.
Advance-Modell. Es gibt ja bei Livingston das Sport-Variante und das Advance. Und auch hier wieder vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon wirklich sehr überraschend. Also kann mir einer sagen, was man will, aber für den Preis wirklich ein nagelneues Holobil oder Kastenwagen mit der Ausstattung, wo da einfach verbaut ist, schon genial. Was kostet der jetzt? Ja, hier 46,6. Aber da ist mit Sicherheit schon ganz, ganz viel Material drin, also Zubehör drin. Ja, 6 Meter logischerweise, 1,90 Meter mal 1,44 Meter Bett hinten. Ihr seht schon hier kurz Rückfahrkamera drin, Solar 120 Watt, Racing-Paket. Also da ist schon immer wahnsinnig viel Zubehör dabei. Ne? Und das ist schon sehr, sehr interessant für viele, die ihr Budget einfach bis zu einer gewissen Marke gesteckt haben. Ihr seht schon hier die Coupé, ne? Also kein Skywolf, aber auch kein Stauraum mehr. Das ist eine Coupé-Funktion und deswegen fehlt mir da natürlich mein schönen Stauraum über dem Kopf. Dafür ist es luftiger. Ne? Ja, hier vom Akkisitz, vom Akkisitz wieder. Und noch jede Menge Stauraum, dann auch wieder hier erweiterbar die Küche. Auch wieder ein ganz anderes Design, wie jetzt im Westfalia zum Beispiel oder im Etrusco. Und das ist ja das Schöne, man hat so viele Varianten. Mir hat mal einer gesagt, hey, alle Kastenwagen sehen gleich aus, vergiss es. Hier auch hier zum Beispiel der abklappbare Tisch, dass man hinten einfach mehr Beinfreiheit hat oder Bauchfreiheit, wenn man hinten sitzt. Und vor allen Dingen, hier Livingston, auch die Fenster hier, mega isoliert, ihr seht schon, Schallschutz, Wärme, Kältebrücken, ist das wirklich schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das sieht auch top aus, mit Leder überzogen, auch wenn man da die Türen schließt, ist das schon ein wenig ein Unterschied. Ja, in der Coupé-Funktion hat es jetzt meiner Meinung nach ein bisschen kleine Schränke oben drinne. Da würde ich Probleme kriegen, mein ganzes Equipment unterzubringen, zumal mir dieser Raum hier fehlt. Und ansonsten macht es schon einen guten Eindruck hier, das Fahrzeug. Hier auch wieder, wie mit Rusco, zwei Flammenkocher mit Piezo-Zündung und auch diese Schneidebrettchen am Spülbecken, die man dann auch hier einhängen kann irgendwo. Ja genau, hier seht schon da, kann man die einklemmen, diese Schneidebrettchen. Dann sind sie verschwunden, kann was draufstellen oder wie auch immer. Also das ist so ein nettes Gimmick, finde ich noch cool. Ja, somit ist es versorgt, das rappelt da nichts. Ich habe den ja auch schon Probe gefahren. Also Livingston Roller Team habe ich ja schon einen Praxistest gemacht und ich war bis auf eine Wichtigkeit, war ich wirklich überzeugt, aber die Wichtigkeit ist halt das Bad. Ne? Und das Bad im Livingston 6 war das. No-Go und hier ist er noch kleiner. Für mich No-Go, wohlgemerkt. Ne? Also, möchte keinem zu nahe treten, hat nicht jeder die Ausmaße, die ich habe. Aber hier auch wieder ein ganz normales WC mit einer kleinen Duschtasse drin. Es ist möglich, da drin zu duschen, überhaupt kein Problem. Vor allen Dingen hier kann man das Waschbecken, ist schön versteckt, ne? Das ist in dieser Spiegelreihe da und das Waschbecken kann man dann einfach ausklappen. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Müsste man noch sehen, hier wird es genau. Und das finde ich jetzt mal eine richtig coole Lösung. Wenn schon in so einem sehr kleinen, kompakten Fahrzeug, wenn schon Platz gespart wird, dann doch sowas. Ne? Waschbecken ab zusammen und gut ist und man kann da drinnen gut duschen. Auch hier wieder ein Absorberkühlschrank drinnen, sorry. Sieht man an den Lamellen hinten. Ne? Und ist der auf Höhe, wo ist der? Auf Bedienhöhe, ja, genau. Ja, und hinten haben wir ja schon gesagt, das Querbett. Ja.